Ja, Frau Rektorin, wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese 8 Jahre, was waren damals Ihre Gründe, warum Sie sich überhaupt als Rektorin beworben haben? Ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten, auch heute nicht in der Rückschau, weil eigentlich bin ich damals, ich sage mal, in meinem Traumberuf in der Wissenschaft sehr gut angekommen. Ich war da gerade 5 Jahre Professorin an der Uni, auch an der Technischen Universität, also ich hatte 2 Professuren und zuvor eben wirklich lange Jahre, ich sage es mal nach dem Studium, Familienpause, mit Halbtagsjob habilitiert, dann nach 3 Jahren Professur und dann endlich angekommen und wirklich etabliert und konnte in der Forschung doch einiges bewegen. Und was reitet einen dann, sich auf das Rektorat als Rektorin zu bewerben? Es war die Herausforderung, etwas komplett Neues noch zu machen. Ich muss aber dazu sagen, dass mich doch einige Personen darauf angesprochen haben. Also ich glaube, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, von selbst jetzt mich hier zu bewerben. Und ich sage das deshalb, weil ich denke, dass das so wichtig ist, bemühe mich auch heute bei Professuren, bei Leitungspositionen auch Frauen zu gewinnen. Und ich glaube, man muss sie wirklich ansprechen und man muss sich das wirklich auch zutrauen. Und es muss andere Menschen geben, die einem das zutrauen. Und ich glaube, das war der ganz wesentliche Punkt, dass ich mich dann entschieden habe, ja jetzt schicke ich meine Bewerbung los. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich nicht bereut. Also es war wirklich eine Herausforderung. Es war komplett anders von Aufgaben her, also für die Wissenschaft zu arbeiten und nicht mehr in der Wissenschaft. Aber es ist wirklich es ist ein Privileg, es war eine spannende Zeit.